Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. So, langsam wird's. Ich habe jetzt auch, Moment. So, jetzt ist besser. Ich habe jetzt auch durch einen ganz blöden Zufall rausgefunden, wo der Kraftstofffilter hinkommt. Kupplungszylinder, Entschuldigung, was rede ich denn da? Kraftstofffilter habe ich nämlich auch reingemacht, ja. Deswegen. So, da ist er. Zack, da kommt er rein. Jetzt hängt es wieder. So. Da kommt er hin. Und hier. Hier ist der Ölfilter. Den habe ich da schon reingepackt. Gut, jetzt muss ich noch den Kupplungszylinder irgendwie festmachen. Da muss ich kurz in meine My Summer Car App rein. Das war. Das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist für ein Ding, was ich eingebaut habe. Moment. Das ist der Hauptzylinder. Den müssen wir auch noch reinmachen. So, da müsste er dann auch. So. Oh, natürlich super hingefallen. So wollen wir das gar nicht haben. So auch nicht, sondern so rum. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Okay. Schauen wir mal, ob der auch da reinkommt. Genau an die gleiche Stelle. Ja, scheint so. Da war es gerade. Das ist echt nicht normal, gell? Ich hatte es doch gerade. Gibt es doch nicht. Okay, dann probieren wir es von da. Da ist er. So. Okay. Der Hauptzylinder hat eine 9er Schraube und der andere zwei, also 2x7. Wo ist mein Werkzeugkoffer? Den wieder reingetragen. Den habe ich letztes Mal reingetragen, ne? Eieiei. Gut, dann haben wir gerade wieder mit raus. Okay, also. Tun wir gerade mal hier hin. Okay, 7er habe ich schon. Okay. Bin ich mal gespannt, ob ich das auch wirklich treffe hier. Natürlich nicht, war ja klar. So. So, wo sind die guten Schrauben? Okay, müssen wir ein bisschen kleiner werden. Der hier hatte doch eine 7er. Anscheinend nicht, okay. Dann nehmen wir mal die 8er. Anscheinend nichts. So, na komm her. Da ist die eine. Genau. Nochmal du und du. Oh, die haben gleich. Okay. Na? Noch zwei. Ich mich dann irgendwie vertan. Okay, jetzt ist das auch drin. Was brauchen wir noch? Was haben wir hier? Was haben wir denn hier noch? Bremsleitungen. Die machen wir von unten ran, würde ich sagen. Das ist Kupplung, ne? Die machen wir auch von unten ran, würde ich sagen. Das ist. Das ist alles Zeugs, das von unten ran kann. Und ich will ja auch einmal das komplette Gerät nochmal anheben.
Machen wir den Luftfilter drauf. So, komm her. Kommst du hin? Luftfilter, komm schon. Ja, ich weiß, das sitzt weiter oben, aber... Ich habe ihn jetzt falsch rumgedreht oder so. Moment, wir legen uns mal anders zurecht. So, probieren wir es mal so. Dass der immer so weit oben stehen muss, dann... Komm her jetzt. Mach den Luftfilter jetzt rein. Da ist es. Da war es gerade. Ja klar, da sitzt der über dem. Genau. Luftfilter wird irgendwie festgeschraubt. Mal schauen. Luftfilter. Ich finde in meiner App keinen Luftfilter. Da sind sie jetzt blöd, ne? Ich lasse den jetzt einfach mal so. Dann schauen wir mal. Nö, da taucht kein Luftfilter auf. Also gut, dann bleibt das so. Ah, jetzt ist das jetzt. Also, jetzt hören wir das. Jetzt heben wir das Gerät mal an hier. Ich hoffe, wir versauen es jetzt nicht. Da kommt er jetzt. Oh, das ist so nervtötend. Rein mit dir. So. Fahrmodus. So, dann hören wir den mal an hier. Hoch mit dir. Jawohl. Halt. Fahrmodus ausschalten, sonst. Oder? Habe ich schon. Okay. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal unter das Gerät. Schauen wir, was wir da alles anbringen können. So, Kupplungsleitung. Jawohl, die ist dran. So, jetzt muss ich die Kupplungsleitung. Muss ich die jetzt festschrauben? Ich glaube nicht. Doch, die muss ich festschrauben. 2x7. Das wird ein Spaß, das verspreche ich euch. Kupplungsleitung, da ist sie. Da ist sie nicht. Wo habe ich sie denn jetzt? Da ist sie. Da war gerade was. Okay. Oh, Leute, ist das ein Krampf hier. Wo geht die jetzt hin? Von unten ist das keine schöne Geschichte, sage ich gleich. Wo ist denn die jetzt hingelatscht? Die Kupplungsleitung, wo hört denn die auf? Wo geht die hin? Die geht dahin. Das ist sie nicht. Das ist
dürfte es sein. Habe ich jetzt die Kupplungsleitung bewegt oder habe ich jetzt... Ich denke ja. Ich denke, das war richtig. So. Also von unten ist das auch nicht besser. Definitiv nicht. So, was haben wir hier? Bremsleitungen. Was haben wir hier? Das ist Getriebe. Ich würde sagen, wir nehmen die Bremsleitung jetzt mal. Machen wir mal die Bremsleitungen ran. Zack. Fast sicher, die kommen. Obwohl. Das kann auch andersrum sein. So. So, Bremsleitungen. Lasst mich mal raten, die werden mit 50 Millionen Schrauben angemacht. Brakeline. 4x7. Haben wir schon einen 7er Schlüssel? Ja. Ah, Leute, das wird so nix. Das von unten war keine gute Idee. Oh, Moment kurz. So, jetzt ich muss mir das notieren. Bremsleitung. Die schrauben wir von oben fest. Das ist doch furchtbar. Also gut. Dann, ich versuche es jetzt aber noch mal kurz, weil so schnell gehen wir nicht auf. So, nach hinten latschen. Wo sind sie? Ne, ich sehe hier gar nichts. Sehe von hier unten gar nichts. Also gut, das machen wir später mal. Bremsleitungen haben wir dran. Jetzt würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch rumlegen? Das ist der Wagenheber. Das ist der Topf. Und was haben wir hier? Das ist die Handbremse. Das ist die Handbremse. Die brauchen wir auch noch. Kann man die auch von unten einbauen? Mit Sicherheit nicht. Oh, bleib stehen. So, Handbremse. Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob die da irgendwie ein bisschen arg makaber, die jetzt von unten einzubauen. Oder? Nee, komm, das ist Blödsinn, was ich da mache. Das ist Blödsinn, aber ich merke gerade wieder, oh Leute, warum erinnert mich denn keiner dran? Hunger haben wir auch. Jawohl. Gib alles. Und Hunger habe ich auch, das heißt... So, jetzt aber. Was gibt's denn heute hier Schönes? Gibt's Würstchen, sehr gut. Gut. Aber jetzt kommt der Auspuff dran. Mal wirklich alles, was von unten noch gemacht werden muss, mache ich jetzt ran. Und dann holen wir das Auto wieder auf die vier Beinchen. Jetzt komm. Ah, jetzt hängt wieder irgendwas. Jetzt ist wieder irgendein super toller Bug hier. Ah, das ist doch zum Haare raufen, echt? Und dem liegt es auch nicht, dass es zu schwer wäre oder dass es unhandlich wäre. Da haben wir jetzt wieder einen kleinen Fehler gefunden im Spiel. Naja.
So, jetzt muss ich noch kurz überlegen. Wo ist vorne, wo ist hinten? Das ist wahrscheinlich nicht zu erkennen. Ah, was hat er denn? So. Das dürfte hinten sein, das dürfte vorne sein, genau. Jetzt hat er es wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Immer ruhig bleiben, schön durchatmen, nicht aggressiv werden. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wahrscheinlich kommt es mehr in die Mitte rein. Da ist der Anschluss, genau. Ich stehe alles andere als gerade. Oh, hat mich das Viech jetzt erschrocken. So. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Der geht nicht. Und ich weiß auch, warum er nicht geht. Oh, ist das gemein. Das ist so gemein. Weiß warum. Unser Gabelstapler ist im Weg. Das ist doch nicht wahr alles. Habe ich jetzt hier noch was? Das ist alles nur Bremse. Ich kann ihn einfach runterlassen. Das bringt jetzt nichts. Das war jetzt ein Satz mit X. So. Okay, runter mit dir. Oh, das meinst du doch nicht wahr. Jetzt komm schon. Okay. Nee, ich muss. Muss ich jetzt ausschalten, um in den Fahrmodus zu kommen, oder wie? Jetzt komme ich in den Fahrmodus. Ich will das Ding mal ein Stückchen zurückziehen. Okay. Ah, Handbremse haben wir vergessen. Gut. Handbremse nochmal ziehen. Oder aus. So. Jetzt kriege ich aber definitiv mein Auspuffrohr da nicht ran, oder? Genau das meinte ich ja. Darf ich nicht zu tief reinfahren mit dem Teil? Kann doch nicht aus sein. Ich probiere jetzt nochmal was Neues aus. Da müsst ihr jetzt durch. Die Folge machen wir ein bisschen länger. Wir haben hier nochmal einen Wagenheber. Vielleicht kann ich mit dem irgendwas erreichen. Dass ich den seitlich hochkriege.
dann seitlich hochkriege und dann schauen wir mal. So. Komm her, mein Freund, du gehst jetzt da drunter. So, mal schauen, ob das was bringt hier. Schauen wir mal seitlich hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Vielleicht hätte ich auch... Okay, weiter geht's nicht. Ich muss mit dem Auto mit Sicherheit über die Grube. Das ist höchstwahrscheinlich die beste Lösung. Das wird die beste Lösung sein und über die Grube, aber habe ich auch schon probiert und End vom Lied war, ja, nehmen jetzt, oh, hatten sie ganz runter drin wahrscheinlich, Lösung war, beziehungsweise Problem war, dass ich das Auto gegen die Wand gesetzt habe beim Reinschieben. Das ist ja blöd. Also gut. Jetzt würde ich sagen, mache ich noch meine Bremsleitungen fest. Und dann war es das schon. Beziehungsweise werde ich die Bremsleitungen... Ha, so nicht. Werde ich die Bremsleitungen im Ohr fertig machen, weil ich glaube... Oder soll ich euch das zeigen? Ja, komm, wir machen das gemeinsam. So. Das habe ich gesagt. Achter. Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.